Dum. Hier sind unendlich Granaten, falls ihr das nicht aufbekommt. Ihr könnt sogar aufschießen. So. Hier folgt ein äußerst schwerer Kampf. Zuallererst würde ich euch raten, die Typen oben zu killen. Die ich jetzt fast vergessen habe. Ja, war's denn? Ja, du mich auch, du Wichser. Also tun wir mal so, als ob wir keine Silberwaffen hätten, sondern nur normale Munition. Ihr seht ihn. Den müsst ihr immer wieder anschießen. In seinen Kopf. Weil eigentlich kann man den nicht killen. Aber man sollte ihn nicht killen können. Aber man kann es trotzdem. Und dann triggert man hier eine Menge anderer Gegner und man hat den ganzen Kampf, den man eigentlich da unten hätte, schon hier oben und man kann zur Not immer zurück in Sicherheit laufen. Verdammt gute Strategie, ist natürlich von mir. Ja. LOL, was war das denn? Aua, aua, aua. Oh. Oh, der hat geschossen. Der ist getroffen, wenn wir nicht mehr so hell. Healthy. Healthy. Mit TH. Wow, der ist klo. Das war auch verschlau. Muss ihn mal ablenken. Oh, hat ihn sogar umgebracht. Ich glaube, das war dann alles, aber ich hatte ihn auf WhatsApp angeschrieben. Das heißt, ich werde mal kurz hier stehen bleiben. Und mein Handy zücken. Und lesen. Okay. Alles in Ordnung. Ich denke, wir sind clean, also. Wir sind clear, nicht clean. Also kann ich runter. Nein, 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 nein. Das ist jetzt das Letzte, das mich killen wird. Hallo! Hier ist, glaube ich, noch ein Nebenziel. Zumindest liegt hier Muni für ein G36. Oder ein G36, ich weiß es nicht. Und man kann hier dieses Klo kaputt schießen. Ziemlich beeindruckend. Aber ansonsten. Gegner. Jetzt inzwischen Ex-Gegner. Wir haben hier nur drei. Nur noch. Okay, also. Sehr kurzer Abschnitt, falls ihr es nicht bemerkt habt. Cooles Medikit. Okay, ich hab's sogar bekommen. Wir trotzdem jetzt gerne die M16 austauschen gegen den Magnum, aber irgendwie liegen die hier nicht rum. Hier im Übrigen Munition. Hier lag gerade eine. Ihr könnt im Übrigen Waffen mitnehmen über Kanten. Also Kanten, wo man nicht zurückkommt, wie zum Beispiel da hinten. Da kann man nicht mehr zurück, weil man in dem Spiel nicht springen kann. Könnt ihr Waffen mitnehmen, indem ihr einfach immer eine Waffe für euch saved und dann zwei Waffen immer weiter austauschen, während es läuft. Zum Beispiel jetzt hier die Remington mit der M16. Machen wir das so. Hat die Remington erst weiter hinten gedroppt, also hier. Und jetzt hier die Magnum, die liegt momentan hier. So, angenommen, hier liegt die Kante. Wir nehmen die Magnum auf. Lauf nach vorne. Jetzt liegt die M16 aber hier vorne, auch schon vor der Kante. Und da habt ihr drei Waffen mit dabei. Ist manchmal sehr nützlich, vor allem in Stellen wie zum Beispiel genau jetzt, wo ich gerade war.
und hier da hinten alles, wo wir gerade waren, da hinten alles geschrottet haben. Da ist es immer schön, wenn man noch eine dritte Waffe dabei hat, einfach nur aus Munitionsgründen. Weil wenn man nicht im Black Ops spielt, hat man nicht unendlich Munition. Ja, 3 von 3, das ist ja kein Safe Zone Checkpoint, der hier ist. Ja. Oh, Wallhack. Oh nein. Oh ja. Gut. 1 von 6. Achtung, da läuft gleich einer vorbei. Ich bin auf dem Abzug und zack. Ich würde sagen, ich ziele, aber ich habe nicht gezielt. Ich habe einfach nur gewartet, bis er reinläuft. Die Granaten da hinten respawnen, glaube ich, bis die Wand hier kaputt ist. Außerdem liegt hier noch irgendwo ein RPG. Genau hier. Auf geht's. Ich frage mich, wieso die Dinger eigentlich zwei Zerstörungsdinger haben. Oh. Ja, aber man sollte sich das RPG besser für diese zwei Bunkerfotzen aufheben. Ja, ist doch scheißegal, was du machst. Und dann kommt man hier durch und dann hört man gleich eins der geilsten Lieder im Spiel. Kann man den Zug in die Luft jagen? Ich glaube ja schon, das ging doch irgendwann mal. Ja. Für gewöhnlich laufe ich jetzt immer hier links rein. Für gewöhnlich treffe ich den hier auch. Und den nächsten auch gleich. Mit der Shotgun. Na komm, warum nicht? Oh Gott. Ja, man kann Granaten kaputt schießen. Ist er denn jetzt mal tot? Ach, das interessiert mich nicht mehr. So, jetzt ist er auf jeden Fall tot. Wir können das Lebensziel bunkern. Bergen. Doch da unten lag auch was, aber anscheinend doch nicht. So, 2 von 6. Sind nur Granaten? Nee. Ja, sind nur Granaten. Lol, der Tisch. Na dann, weiter geht's. Wir gehen hier lang, aber nicht hier rein, weil wenn man hier reingeht, stirbt man höchstwahrscheinlich. Dann kann man hier noch eine Menge killen. Ich kipp langsam um, weil ich so cool bin. Full Assault. Nein! Lassen wir das besser. Ja, das ist oft so, dass in dem Spiel
bestimmte Gegner. Schau mal, wie viele da rauslaufen und wo die gleich alle drin waren. Das ist ein bisschen lustig. Dass bestimmte Gegner durch Positionen getriggert werden. Dass wenn du an einer bestimmten Position bist oder Schaden an einer bestimmten Position zufügst oder eine bestimmte Position killst, einen bestimmten Gegner killst, so wie gerade eben, hatten wir ja, dass ich den Typen da gequält habe, hinter dem Schild, der immer wieder rausgeguckt hat, jedenfalls dein Kopf. Oder hier, indem man in einer bestimmten Position ist, laufen alle raus und so weiter. Und so kann man viele Gegner triggern, die eigentlich erst viel später kommen würden, um so einen Kampf aus einem sicheren Gebiet zu machen. Ich bin ja relativ sicher. Zwar nicht sehr sicher, aber sicherer, als wenn ich hier einfach die ganze Zeit durchlaufen würde. Oh je, das fliegt daneben. Nur die Leiche hört sich gerade irgendwie. Der war noch ein wenig nach Surfing. Da war noch jemand. Ich hab's genau gehört. Egal, wird schon passen. Danach laufe ich jedenfalls immer wieder zurück. Also es kann natürlich jeder laufen, wie er will, aber ihr habt bisher, wenn ihr jetzt so weiterlauft, überseht ihr noch ein Ziel. Und das holen wir uns jetzt. Bam, 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 bam. So. So. Dann hier rechts hoch. Und ihr erinnert euch doch bestimmt an die Brücke, die wir gerade eben gesehen haben. Das ist die von oben. Hier kommt, glaube ich, gleich was raus, wenn ich mich nicht täusche. Oh nee. Oh ja. Oh ja. So mustert. Dann haben wir hier noch eine ungeschnittene Kopie des Zapruder-Films. Nein, ich habe keine Ahnung, wieso das da drin ist. Diese Easter Eggs sind sowas von 2006. Wir haben 3 von 6, ja. Ich weiß nicht, wo die anderen sind, aber wir können ja noch zurücklaufen zur Not. Ja. Peng. Achtung, gleich kommen 2 Gegner. Und zwar laufe ich von jetzt immer hier durch, aber wenn man hier durchläuft, dann sind die gleich 2 Shotguns. Hallo. Schön können, das sind immer 2 gewesen. Okay, warum der zweite Shotgun Spaß ist, er ist. Hallo? Sie haben eine Pizza bestellt? Ja, wow, ein Cornerfight. Dafür habe ich genug oh mein Gott, in Counter-Strike gehabt. Und jetzt weiß ich, dass ich gerade die schlechteste Position hatte, aber es geht ja, ich lebe ja noch. Ich will Medkits hier rumliegen, weil wir ja vorhin alles weggetubt haben. Und da kamen im Übrigen alle Gegner raus, aus diesem kleinen Räumchen hier. Hier liegt außerdem ein Medkit drin auf, ich weiß nicht, ob nur easy oder auch auf normal. Aber auf Hard und Black Ops gibt's ja keine Medkits. So, weiter geht's. Erste Priorität ist, glaube ich, der hier rechts, ey. Oh Junge, mein Aim. Aber hier ist auch noch einer. Der hat ein Schild, also man kann es natürlich versuchen, weil er am Anfang sein Schild unten trägt, aber es ist riskant. Wie viele RPGs auch in dem Level liegen, fällt mir das jetzt auf. Wir sind noch bei 3 von 6. Okay. Das Ding lässt sich natürlich rausspringen für noch ein Lebensziel. So, diesen Laptop hier. Und seltsamerweise ist das hier jetzt, glaube ich, kein. Oder doch? Nee, ich bin mir fast sicher, dass das hier kein.
Hunt down Lennox. Das heißt, wir müssen hier... Ich hoffe, jetzt passiert hier nichts Weltbewegendes. Nee, okay, gut. Wenn da vorne was Weltbewegendes passiert, dann bin ich nicht wütend, aber ich bin auf jeden Fall nicht gut drauf. Uah, Stuck auf. Okay, passiert auch nichts Weltbewegendes. Und mit Weltbewegendes meine ich natürlich nur einen Hauptmissionsteil erfüllt, weil wenn er Hauptmissionsteil erfüllt, steht ja immer eine neue Zahl dran. Und ich werfe keine Granate. Boom. Keine Ahnung. Pre-firen. Hier gibt es, glaube ich, sowieso nichts. Ja, und hier lohnt es sich eigentlich, mindestens einen RPG-Schuss aufzuheben, weil es gleich ziemlich böser Fight kommt. Ich habe Auto-Aim durch die Wand, das ist auch cool. Ja, ich dachte, ich habe den hier gerade... Egal. Der Typ, der hier gerade rechts neben uns war, ich dachte, ich hätte ihn gerade getötet, als er hier hingeschossen hat. Habe ich aber anscheinend doch nicht. Hallo. Tschüss. Das ist die Shotgun-Spast. Steht da im Eck rum. Die meisten Gegner bleiben hier stehen. Die könnt ihr gut auch mit Granaten killen, wenn ihr die abschießen könnt. Könnt ihr im ersten Level lernen. Oder wenn ihr einmal auf Easy durchspielt, habt ihr sowieso endlich Munition auf Easy und so weiter. Und das, ja. Aber ihr habt natürlich keine M16. Die M16 mit dem Tube, mit der Tube bekommt ihr nur, wenn ihr auf Black Ops spielt. Und wenn ihr das durchgespielt habt, bekommt ihr sie in jedem Level. Vierter Schwierigkeit. Glaube ich. Hier sind gleich Gegner. Ist doch nicht alles. Jetzt ist alles. Hier haben wir noch ein Nebenziel, glaube ich. Hä? Wisst ihr hier nicht irgendwo? Ich bin doch nicht blöd. Und dann lag hier wahrscheinlich Munition für ein RPG rum oder so. Ja, gerade hier stand das so, Ammo for RPG picked up oder so ähnlich. Wir haben außerdem 4 von 6, ich weiß, dass es 5 von 6 gibt und 6 von 6 ist mir gerade noch ein Rätsel. Aber das wird sich alles noch klären. Wie ein defensiver Freistoß. Ui, die Punchlines. Oh, die leben wir beide noch. Ist noch wer? Aber auf der anderen Seite. Ich wusste, dass noch einer close war, aber ich dachte immer, der wäre rechts gewesen. Ja, Säule. Boom. Soundlags auch immer sind irgendwie ein bisschen unterhaltsam. Passieren aber im Originalspiel auch, weil ich spiele das hier nicht mit ISO, sondern mit CD und es liegt einfach an der CD. Ich wurde bis jetzt noch nicht von der Magnum getroffen. Das ist jetzt noch nicht einmal in irgendeinem Run passiert. Weil im letzten Level wirst du normalerweise immer von Magnums getroffen und du bist dann immer so super low. Weil diese scheiß viel Damage machen. 4 von 6. Ah, ich weiß, wo 6 von 6 ist, dann passt das. Ich muss jetzt einfach nur noch geradeaus. Mit einem RPG mit unendlich Schuss ist es auch kein großes Problem. Vorsicht, der Zug explodiert. Das wusste er anscheinend nicht. Oh, Magnum. Gut. Hey, Schuss. Okay, gut. Wir leben noch, warum auch immer es diesen Raum hier gibt. Oh shit. Wieso überlebt er das? Egal. Na, dann laufen wir jetzt mal in Richtung... Lol. In Richtung... Zweitletztes Lebensziel. Lebensziel. Hier liegt noch ein RPG für... ein Ding, das wir gleich... Dingsen.
Ja. Für einen Bunker, den wir gleich sprengen. Kann man natürlich auch mit Granaten machen, wie gewohnt, aber ist natürlich cooler mit einem RPG und auch einfacher. Lol. Also geht doch. Hier würde ich euch raten, nicht durchzulaufen, weil das irgendwie riskant ist. So, und dann holen wir hier 6 von 6. Und dann müssten wir eigentlich bereit sein für den letzten Kampf mit der Magnum und dem RPG. So, Leute, und ich sag euch, der Kampf im Tiflis Asylum ist nur das. Ist nur deswegen der schwerste Kampf, weil der hier überspringbar ist. Der im Tiflis Asylum ist nicht überspringbar. Das heißt überspringbar. Ihr werdet es gleich sehen, was ich meine. Und jetzt kommt der potenziell schwerste Kampf. Und der letzte Kampf im Spiel.